So, und damit ein Heyo und herzlich willkommen hier zurück zu Final Fantasy X-2 in der HD Remastered Version. Wir sind auf Kaktorenjagd, haben auch noch zwei im Schlepptau, die wir jetzt erstmal in die Wüste Bicanel bringen werden. So. Ab ins Kaktorengebiet. So. Und dann bringen wir mal die nächsten zwei zurück. Ich werde dolmetschen. Schön, euch wiederzusehen, Alec und Aloja. Ich hoffe, ihr findet in der Wüste auch einen Chocobo. Oder so ähnlich. Ja. Hier drüben ist der nächste. Ich werde dolmetschen. Ich bin die Mutter des weisen Islaya. Bitte nennt mich die Mutter des weisen Islaya. Islaya folgte den Fußstapfen jener, die einst die Wüste verließen. Oh, meine Weise. Islaya, hast du ihre Steintafeln gefunden? Hoffentlich verbrennt er sich nicht die Stacheln. Ja, Islaya ist nämlich Steintafeln in die Donnersteppe tatsächlich. Und zwar zu den Kaktoren-Steintafeln, wo ja wir aus dem ersten Teil wissen, dass dort ja Kaktoren in Stein verbannt wurden, sage ich jetzt mal, um dass die Plage halt zurückgeht der Kaktoren. Komm, wir speichern sicherheitshalber nochmal. Ich weiß, speichern zu viel, aber es ist wichtig. Wenn wir zu sehr verkacken, dann ist das immer ein bisschen nervtötend, das alles nochmal neu zu machen. So, Donnersteppe. Aufräumarbeiten des Konzerts sind all abgeschlossen. Der Alltag ist wieder hergekehrt. Ist wieder da, so. Okay, und zwar müssen wir zum nördlichen. Also ab zum nördlichen Bereich. Ja, komm. Oh, jetzt kommt er auch noch mit Oversoul hier an. Meine Fresse. Jetzt hätte er irgendwas zu sagen hier. Apropos, ich kann ja mal kurz. Sorry, ich muss mal kurz gucken. Okay, sie ist eh bei den letzten beiden bei. Von dem Item-Dings. Sie braucht noch auch nur noch die letzten beiden. Also gerade beim vorletzten dabei. Und sie ist halt Dings. Okay. Komm, das ist weniger. So. Bin ich ja mal gespannt. Ich hoffe natürlich, dass ich schnell genug mit dem Spiel hier fertig werde, um dass wir den nächsten Final Fantasy Teil in Angriff nehmen können. Weil es kommt demnächst halt ein
Final Fantasy raus, was ich halt gerne hab. Oh, schade. Gerne haben wollen. Beziehungsweise, was ich mir vorbestellt habe, ne, das Final Fantasy 7 Remaster. Und das würde ich dann halt als nächstes Final Fantasy Projekt nehmen. Und wenn wir das alles gut timen, können wir das dann auch zeitnah alles machen. Das ist nicht. Ah, hier, guck mal. Hier steht doch ein Typ. Vielleicht weiß er ja, wo wir den Kaktor finden. Ich kann euch zum Loch bringen. Nein, danke. Zu dem Loch wollen wir gar nicht. Ich suche eigentlich... Ah, da hinten. Ich sehe schon. Ich suche Kaktoren. Hi. Isla, ja. Alles klar. Ja, ja, genau. Die Geister der Ahnen. Alles klar. Ah. Alter. Na. Meine Fresse. Ja. So. Einfach weil, ne? Ich habe da jetzt herzlich wenig Lust drauf. Eingefangen. Ab ins Kaktorengebiet. Wie gesagt, man muss es nicht immer gewinnen. Man muss sie im Grunde nur finden und zurückbringen. So, Dings ist schon mal 60. Das ist schon mal sehr gut. Je höher wir kommen mit einem Level, desto besser ist es. Tatsächlich. Weil je höher wir kommen, desto stärker werden wir ja auch. Flugschiff. Dann einmal schnell hier. Zack. Kurz zwischenspeichern. Und abgeben gehen. Wüste Bicanel. Jo. Also ich bezweifle, dass wir diese Folge fertig werden mit den Kaktorensuche. Muss ich ganz ehrlich sagen. Weil, es zieht sich ja doch ziemlich. So. Ich werde dolmetschen. Mein lieber Ishalala, ruh dich erst einmal aus. Oder so ähnlich. So, Dolmetschen
Mutter von Chappa eine Nachricht erhalten. Ich treffe mich mit meinen neuen Freunden an einem hochgelegenen Ort, wo wir die Stadt und der Wald überblicken können. Hoher Ort, Berg. Und zwar, um genau zu sein... Nee, warte mal. Das, nee, Berg ist das tatsächlich gar nicht. Das ist... Das müsste Killika sein, wenn ich mich recht erinnere. Und zwar glaube ich tatsächlich, weil wegen Wald und Dorf. In der Nähe des Berges ist ja kein Dorf oder ein Wald. Ich glaube, Killika müsste das sein. Und zwar irgendwo beim Wohnbezirk. Die sind ja auch immer hochgelegen. Das ist ja auch hochgelegen, das beim Wohnbezirk. Da. So. Genau, hier sind ist ja der Wohnbezirk. Weit oben sagten die ja. Nee, hier war's nicht. Okay, hier sehe ich soweit erstmal nicht. Ach Gott. Okay, kann der Bootsmann mich wenigstens rüberbringen? Ja, gerne. Komm. Oder muss das ein... Boah, ich hoffe nicht, dass das irgendwo beim Dings ein Baum ist oder so. Oh, ich ahne wo. Es gibt doch hier hinten da rechts diese große Dings. Diese Plattform, wo ich eine Truhe nur gefunden hatte. Jetzt muss ich nur wissen, welcher Baum das so nochmal war. Da waren wir auch einen Baum hochgeklettert. Ja, komm. Ihr Ordensviech, Leute. No problem. So. Hier, glaube ich, war das irgendwo, ne? Wenn ich richtig erinnere. So. Noch ein Chocobo schnell gefangen. Oh, ich muss unbedingt wieder einkaufen beim Mr. Shoe. Hey. Unsere Potions gehen ja richtig zur Neige. Genau, hier konnte man nämlich klettern. Und ich glaube, die sind nämlich dann hier oben bei diesem Vorsprung, ne? Ja, guck mal. Der, nicht die. Chappa! Ach du Scheiße. Neue Freunde ist gut gesagt, ne? Mm-mm-mm-mm.
Ja. Mann. Okay, so viel dazu. Weil diese Stachelattacke, wenn man die nicht ausweicht, verliert man natürlich Munition. Was ich irgendwie ganz komisch finde, aber hey. Ne? So, wir haben den Kaktor gefunden. Und. Fupp. Gut, dass hier eh gerade ein Speichersporite war, womit wir dann aufs Schiff kommen. Hier unten. Oh, wenn nicht 10 Millionen Viecher meinen, uns anzugreifen. Natürlich. Autsch, 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 autsch. Dieser Chocobo-Meteor ist so nervtötend. Der macht einfach... Der macht einfach so viel Schaden. Wollte ich sagen. So. Ab an Bord. Und ab nach Bikanel. So. Okay. So, hier. Ich werde dolmetschen. Mein kleiner Chopper, du bist ein wenig gewachsen. Ich bin froh, dass du die Reise gemacht hast. Oder so ähnlich. Genau. Nächste haben wir hier. Ich werde dolmetschen. Ich habe eine Nachricht von Elio. Meine großen Freunde, die ich auf den Thermalquellen kennengelernt habe, zeigten mir den Schnee. Auf seine Mutter will er nicht hören, aber Elio ist immer noch der Beste. Alles klar. Und da Thermalquellen und Schnee, das ist jetzt, wenn ich richtig liege, Berggager Z. Ja. So. So, schneller Zwischenspeicher. Weil wir nebenbei nämlich auch am Ende der Folge angekommen sind, tatsächlich. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr schaltet auch in der nächsten Folge wieder ein, wenn es denn weitergeht, hier bei Final Fantasy X-2 in der HD Remastered Version mit mir, eurem Lovos Kisan.